1514 wurde Villa de la Santísima Trinidad als dritte spanische Siedlung auf Kuba gegründet. 5 Jahre später starteten dort die Konquistadoren unter Hernán Cortés zu ihren Eroberungszügen nach Mexiko und die Stadt wurde entvölkert. Im 17. Jahrhundert avancierte Trinidad zu einem Zufluchtsort für Piraten und Leute, die illegalen Sklavenhandel mit Jamaika betrieben. Im 19. Jahrhundert wurde die Stadt durch Zuckerrohranbau und dem damit verbundenen Sklavenhandel reich. Zwischenzeitlich wurde in der Region ein Drittel von Kubas Zucker produziert. Durch den Zuckerrübenanbau in Europa ging die Produktion dann drastisch zurück. Trinidad verlor seine Vormachtstellung in der Region an das verkehrstechnisch günstiger gelegene Cienfuegos und versank in der Bedeutungslosigkeit. Dadurch wurde allerdings das koloniale Stadtbild erhalten. Seit 1988 ist Trinidad gemeinsam mit den 20 Kilometer außerhalb liegenden Zuckerrohrplantagen des Valle de los Ingenios Weltkulturerbe der UNESCO. In der Gemeinde leben heute knapp 75.000 Menschen. Trinidad ist eine perfekt erhaltene spanische Kolonialsiedlung mit von bunten Häuserfassaden gesäumten, kopfsteingepflasterten Gassen. Trotz viel Tourismus herrscht in der Stadt eine ruhige Atmosphäre. Die lokalen Sehenswürdigkeiten liegen im historischen Zentrum und gruppieren sich um die Plaza Mayor, deren Flair noch heute an die Kolonialzeit erinnert. Alle lokalen Museen sind rund um diesen Platz zu finden, etwa das Museo Romántico im ehemaligen Palacio Brunet, das Architekturmuseum oder das Stadthistorische Museum in einem alten Herrenhaus. Das koloniale Zentrum ist mit etwa 600 Meter Durchmesser überschaubar. Die meisten der alten Häuser werden bewohnt. Trinidad ist keine Museumsstadt. Von der Plaza Mayor führt nach Nordosten die Bolívar und später ein Fußweg an einem fast komplett verfallenen Kloster vorbei auf den Cerro de la Vigía. Über den trockenen und kalkigen Boden ging es hinauf zum Sendemast von Radio Kuba auf dem 180 Meter hohen Hügel. Am Himmel kreisten die lokalen Truthahngeier. Die Landschaftsfarben variieren von graubraun bis mattgrün. Am Abend liegt das Meer im Gegenlicht. Dafür war beim Rückweg die Plaza Mayor genau zur richtigen Zeit erreicht. Die Sonne versank als orangeroter Feuerball im Meer. Ein kleiner Tipp: Trinidad ist eine beliebte Touristendestination. Am Abend bilden sich in der Regel lange Warteschlangen vor den Restaurants. Es sollte also unbedingt vorreserviert werden. Beim Geldwechseln kann leider nichts vorbestellt werden. Da muss fast immer gewartet werden. Und wenn man endlich an der Reihe ist, wird mitunter jede Banknote eigens betastet und inspiziert. Selbst die Nummern werden hin und wieder kontrolliert. Als wenn alle Welt nur deshalb nach Kuba kommen würde, um sich dort das völlig nutzlose, extra für die Touristen eingeführte Spielgeld zu erschleichen. Was für eine Idiotie. In der Umgebung von Trinidad gibt es einige lohnenswerte Ausflugsziele, wie zum Beispiel das Valle de los Ingenios. Am schönsten ist der Ausflug ins Zuckermühlental mit der alten Eisenbahn. Da Hinweisschilder Mangelware sind, strummerte ich in Richtung des vermuteten Bahnhofs und stieß irgendwann auf Gleise. Also folgte ich diesen bis zu einer Art abgewrackter Straßenbahnhaltestelle. Am Straßenrand stand ein Häuschen mit der Aufschrift Ferrocarril und einem einsamen Männelein darin, der mir bestätigte, dass es sich dabei um den Bahnhof handeln würde. Voller Enthusiasmus wurde ich dann gefragt, ob ich die Lokomotiven sehen wollte, was ich zum Glück aus Höflichkeit bejahte. So wurde ich hinter das Gebäude zu den drei alten Dampfloks 1432, 1552 und 1590 geführt. Die mittlerweile auf Öl umgerüstete Lok 1552, eine Alco 460, die um 1914 gebaut wurde, wurde mir detailreich erklärt. Wir bestiegen das Führerhaus und ich wurde von allen Seiten fotografiert. Vor allem hatten wir die Szenerie
komplett für uns alleine. Der Bummelzug zum Zuckermühlental startet morgens um 9.30 Uhr. Die drei Waggons mit Holzaufbau und offenen Fenstern wurden von einer Diesellok gezogen, die kaum schneller als Schrittgeschwindigkeit durch die Landschaft zockelte. Leider waren die Dampfloks nicht einsatzfähig. Manchmal ritt ein Cowboy vorbei, ein Zugmusikant mit Gitarre spielte Klassiker wie Kommandante Che Guevara, Silito Lindo, Besame Mucho oder Guantanamera. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war Trinidad eine der bedeutendsten Zuckermetropolen Kubas. Zu den größten Zuckerrohrplantagen entwickelte sich das Valle de los Ingenios, wo die Pflanzerfamilie Iznaga 1830 mit dem Bau von Zuckermühlen begann. 1795 kaufte Pedro Iznaga, der durch skrupellosen Sklavenhandel zu einem der reichsten Männer Kubas aufgestiegen war, das Gut. Der knapp 44 Meter hohe Turm, der einst zur Überwachung der Arbeiter diente, kann heutzutage gegen Eintritt bestiegen werden. Ziel der Fahrt war die 1893 von Mayer Atkins gegründete ehemalige Zuckerfabrik, die seit 2016 als Museo de la Agroindustria Azucarera fungiert und innerhalb des knapp bemessenen einstündigen Aufenthaltes besichtigt werden kann. In der Zeit ist beileibe nicht alles zu schaffen. Vor Ort befinden sich noch diverse alte Lokomotiven, die früher für die Zuckerrohrbarone im Einsatz waren. Vor den Gebäuden der alten Zuckerfabrik konnte man frisch gepressten Zuckerrohrsaft probieren. Ebenfalls im Zuckermühlental, aber nicht an der Bahnlinie, liegen die Ruinas de Ingenio San Isidro. Nach langwierigen Arbeiten sind die Ruinen der einst großen Zuckerfabrik für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Anfang der 1830er Jahre errichtete vorindustrielle Fabrik wurde wie üblich von Sklaven betrieben. Nach Einstellung der Produktion 1890 verfielen die Hacienda, der Glockenturm und die Sklavenunterkünfte. Da ein Karibikaufenthalt ohne Strandbesuch nicht komplett ist, besuchten wir den Hausstrand von Trinidad, Playa Ancon. Der schönste Strand der kubanischen Südküste liegt nur 12 Kilometer von Trinidad entfernt und ist per Fahrrad oder Touristenbus gut zu erreichen. Der halbkreisförmige Strand ist von Palmen gesäumt und mit palmblattbehaubten Sonnenschirmen versehen. Über den weißen Karibikstrand huschten kleine Krebse. Von den Sandflöhen war zum Glück nichts zu merken. Die Topes de Collantes sind ein geschütztes Gebiet in der Sierra del Escambray, nördlich von Trinidad. Das 200 Quadratkilometer große Schutzgebiet umfasst mehrere Parks wie den Park El Cubano. Das Highlight im Park ist der Javira-Wasserfall. Die schönen Wege dorthin sind ungepflastert und schmal. Die zu passierenden, unregelmäßigen Steintreppen können rutschig sein. Auf der Hälfte der Strecke zum Wasserfall hängt eine große Wespenkolonie am Felsen. Hinter dem Wasserfall liegt eine Höhle mit Fledermäusen. Zum Park werden viele Touren per Pferd angeboten. Die Topes de Collantes hat ein gut ausgebautes Netz an Wanderwegen. Die beliebteste Strecke führt zum 62 Meter hohen Wasserfall Salto del Caburni. In der Trockenzeit von März bis Mai fällt diese allerdings eher mickrig aus. Nach Regenfällen kann der dort führende Weg an den steilen Stellen ebenfalls rutschig werden, also besser keine Flipflops tragen. Zur Unterkunft stehen in Trinidad neben ein paar Hotels ca. 500 Casas Particulares zur Auswahl. Das sind private Familienunterkünfte mit meistens 2 bis 5 Zimmern und in der Regel Frühstück. Wir wohnten praktischerweise über einem Restaurant. Gefrühstückt wurde auf einer der Dachterrassen mit Blick auf die Sierra del Escambray. Das war auch der ideale Ort, um beim nächtlichen Wetterleuchten um die Berggipfel einen Cocktail mit kubanischem Rum zu genießen. Das war der Reisekanal, unterwegs in Trinidad und Umgebung. Hasta luego und bis zum nächsten Mal.